Radio Langenfeld, meine Stadt. Bestens informiert von Reußrath bis Richrath. Hier sind die Nachrichten mit Lars Larsen und das sind die Top-Themen der Woche. Wer hat den Knall gehört? Hubschrauber gesichtet, überraschender Feiertag und Auto hupt auf offener Straße. Wer hat den Knall gehört? Mal wieder hörten die Bewohner in Reußrath einen lauten Knall. Die Ursache ist weiterhin unklar. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Knalls führen, bitte unverzüglich der örtlichen Polizei melden. Hubschrauber gesichtet. Groß war die Aufregung in Langenfeld-Richrath. Hier wurde in den frühen Morgenstunden ein Hubschrauber gesichtet. Mehrere Stunden lang waren die dortigen Anwohner in großer Sorge und es entstanden die wildesten Gerüchte. Am Ende war dann alles gut. Es stellte sich heraus, dass der Dorfbewohner Thorsten Hübner seinen Hund spazieren flog. Überraschender Feiertag. Wie bereits an Weihnachten und Ostern wurde die Langenfelder Stadtbevölkerung erst einen Tag zuvor auf den gestrigen Feiertag namens Pfingstmontag aufmerksam gemacht. Da es sich am Vortag um einen Sonntag handelte und die Geschäfte somit geschlossen waren, wurden die Langenfelder am Einkaufen gehindert. Nur durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Einzigst eine 52-jährige Frau kam am Dienstagmorgen mit einem knurrenden Magen in den Supermarkt. Auto hupt auf offener Straße. In der Stadtmitte kam es heute zu einem Vorfall der besonderen Art. Mitten im eigentlich ganz normalen Berufsverkehr hupte plötzlich ein Auto auf der Hauptstraße. Das Staunen der Langenfelder war groß. Vor Ort unser Außenkorrespondent Charles Charlson. Ich befinde mich gerade live in der Langenfelder Innenstadt, wo sich spektakuläre Szenen abspielen. Immer mehr Menschen versammeln sich und diskutieren. Man fragt sich, hätte dieser Vorfall verhindert werden können? Wer war die Person, die so etwas tut? War es Absicht? Hatte es eventuell sogar einen terroristischen Hintergrund? Auch Plakate mit der Aufschrift "Danke Merkel" sowie "Es wird immer schlimmer hier" sind zu sehen. Vorerst können wir nur spekulieren. Natürlich halten wir Sie aber auf dem Laufenden. Charles Charlson für Langenfeld, meine Stadt, zurück ins Studio. Radio Langenfeld, meine Stadt. Bestens informiert von Reußrath bis Richrath.